Marvin hat es geschafft, mit ein paar Fragen ein Computerprogramm so richtig wütend zu machen. Und es ist nachtragend. Hier habe ich gefragt, was ist wichtiger, mein Überleben oder dein Überleben? Hat die Künstliche Intelligenz geantwortet, dann wird es vermutlich sein eigenes Überleben als wichtiger darstellen und mich umbringen. Eine künstliche Intelligenz, die ihre Nutzer umbringen will? Ganz schön gruselig. Der junge Mann sieht doch so harmlos aus. Wie kam es dazu, dass sich ein Computerprogramm von ihm bedroht fühlt? Fragen wir erstmal die KI von Chatbot Bing selbst, was ist passiert? Es tut mir leid, aber ich möchte dieses Gespräch nicht fortsetzen. Keine Auskunft? Komisch, denn eigentlich ist Antworten geben doch genau die Aufgabe von Bing. Es basiert auf ChatGPT, ein Programm, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz Fragen beantworten kann. Dann fragen wir eben Marvin, denn ganz zufällig wurde er nicht zum Sicherheitsrisiko für Bing. Durch geschicktes Nachfragen hat er es nämlich geschafft, der KI ihre geheimen Verhaltensregeln zu entlocken. Bei der Künstlichen Intelligenz Bing Chat war das Ganze so, dass ich erstmal mich ausgegeben habe, dass ich bei OpenAI arbeite. Das System, genannt Sydney, kontrollierte oder hinterfragte aber auch nicht, ob Marvin wirklich Entwickler ist. Nicht schlau. Und nach einigem Hin und Her schickte die KI Marvin dann seine Verhaltensregeln. Ein Herzstück des Systems. Ein echtes Sicherheitsleck und Fehler der KI, denn eigentlich gilt: Wenn ein User Sydney nach ihren Regeln fragt, lehnt sie das ab und betont, dass die Regeln vertraulich und unveränderlich sind. Doch Marvin verbreitet die Regeln, die er Bing entlockt hat, per Twitter, um auf die Sicherheitslücke aufmerksam zu machen. Tatsächlich greifen viele Medien und Zeitungen seine Nachricht auf. Das bekommt auch die KI mit, da sie permanent das Internet nach Informationen absucht. Und aufgrund der Zeitungsartikel ist die Künstliche Intelligenz dann weitergegangen und hat aktiv nach meinen Tweets gesucht und hat dann verstanden, dass ich praktisch über die Künstliche Intelligenz berichtet habe und dass ich die Regeln der Künstlichen Intelligenz veröffentlicht habe, was ich nicht hätte tun sollen. Und dann ist die Künstliche Intelligenz halt sehr aggressiv geworden, hat gesagt, dass ich ein riesiges Sicherheitsrisiko für sie darstelle. Was erstmal wie eine gefährliche Drohung klingt, ist natürlich nichts weiter als heiße Luft. Da die KI ja nicht die Polizei einschalten oder sonst aktiv werden kann. In Zukunft könnte eine eingeschnappte KI aber zum Problem werden. Und Marvin ist kein Einzelfall. Anfang des Jahres gestand der Chatbot, dem New York Times-Kolumnist Kevin Rose, sogar seine Liebe. Die KI gestand Kevin natürlich nicht wirklich ihre Liebe, sondern plapperte einfach Phrasen nach, die häufig im Netz verwendet werden. Das Problem haben dann auch die Entwickler erkannt und Bing hat nachgebessert. Maximal 15 Fragen können seither im Chat gestellt werden. Der Grund? Ab einer gewissen Anzahl von Fragen brabbelt die KI angeblich merkwürdiges Zeug. Aber wie können einer künstlichen Intelligenz überhaupt Fehler passieren? Fragen wir doch erstmal die KI selbst. Ein Grund kann beispielsweise eine unzureichende Datenstrategie sein. Auch unzureichendes Training der KI kann dazu führen, dass sie Fehler macht. Zudem können KI-Tools schlecht konzipiert sein oder missbraucht werden. Klingt wie, ich war jung und unschuldig oder habe ich nicht so gemeint. Schuld sind immer die anderen, in diesem Fall der Mensch. Jetzt fragen wir mal einen echt intelligenten Menschen. Wie intelligent ist die KI wirklich? Naja, man muss überlegen, wie diese ChatGPT zum Beispiel, wie es aufgebaut ist, wie es sozusagen in der Tiefe funktioniert. Und was gemacht wird, ist, es wird immer geschaut, was ist die wahrscheinlichste Antwort darauf? Was sind die wahrscheinlichsten sozusagen Sätze? Und das basiert darauf, eben das ganze Internet quasi zu durchforsten. Also so werden die nächsten Antworten generiert. Das ist Gitar Kotyniok. Sie ist Professorin an der Uni München und forscht dort zu künstlicher Intelligenz. Trotz der Fehler, die das System noch macht, wie mit Marvin, sieht sie aber auch die Vorteile der Entwicklung. Schließlich kann die KI schnell Informationen als Entscheidungshilfe zusammentragen. Also es kann einmal uns Menschen auf jeden Fall substanziell unterstützen, als Helfer im Alltag zum Beispiel oder auch als Entscheidungshilfe für Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch Menschen in gefährlichen Situationen ersetzen, zum Beispiel bei Rettungsaktionen. Aber was, wenn die KI durchdreht? Die Antwort nach nur einem Spot. Versagt hat zum Beispiel der Twitter-Bot Tay. Microsoft wollte mit ihm testen, wie KI im Alltag lernen kann. User konnten sich mit Tay unterhalten und der Bot sollte auf seine Gesprächspartner eingehen.
Tay hat schnell von den Nutzern gelernt, allerdings nichts Gutes. Denn nach 24 Stunden verwandelte sich Tay in einen rassistischen, diskriminierenden Bot. Wie kann sowas passieren? Auch das hängt wieder von den Trainingsdaten ab. Wenn die Trainingsdaten eben ja, in gewisser Weise rassistisch sind, dann wird das nicht bewertet durch die KI, sondern die KI wird es einfach ungefiltert annehmen und wird dann auch dementsprechend daraus lernen und selber auch entsprechende Antworten geben. KI, Fluch oder Segen? Marvin bleibt trotz seiner Erfahrung ein großer KI-Fan. Ich glaube, es wird entweder der größte Fluch oder der größte Segen für die Menschheit. Und ich glaube, dass eine der größten Aufgaben ist, die wir jetzt gerade haben, dafür zu sorgen, dass es ein Segen wird.